Es ist die Geschichte einer Femme fatale, die eine emotionale Katastrophe auslöst. Dank Peter Breuers choreografischer Leistung und der tänzerischen Energie und Präzision seiner Tänzer und Tänzerinnen wurde Carmen 2004 zum Renner und ist damit ein Muss bei der ersten Ballettwoche am Salzburger Landestheater. Ich habe mich an das Originallibretto gehalten, was wirklich viel psychologisch härter ist, viel blutiger. Die ganzen Charaktere sind der José ist auch ein Mörder, wie Garcia, und Carmen die kratzt eben ihrer Nebenbuhlerin nicht die Augen aus, sondern die schneidet ihr die Kehle durch. Also ist alles, aber das ist original Mary, mir ist unheimlich spannend und für mich war das Plot wirklich gefundenes Fressen, weil ich das wirklich gerne so erzähle in der Dramatik. Bis in die späten 80er Jahre gehörte der in Bayern geborene Tänzer zu den ganz Großen in der internationalen Ballettszene. Sein eigenwilliger Gang war dabei wegweisend. Angefangen habe ich ja mit 11, als mein Vater mir gesagt hat, du gehst immer, weil du so groß bist, du gehst so krumm, ich schicke dich ins Ballett. Und nach 3 Wochen habe ich gesagt, ich will Tänzer werden. Aber ganz ernsthaft, dann hat mein Vater gesagt, aber es lohnt sich nur, wenn du ganz vorne hinkommst. Sag ich, ja, mit Sicherheit komme ich ganz vorne hin. Was wie ein kindlicher Wunsch klingt, ließ Peter Breuer zu seiner Lebensgeschichte werden. Mit 15 Jahren war er der jüngste Gruppentänzer an der Bayerischen Staatsoper. Mit 17 wurde er Solist in Düsseldorf. Da habe ich meinen künstlerischen Mentor gefunden, Erich Walter. Wir waren nach 71 beim Festspielen hier. Und später habe ich eben 4, 5 Häuser gleichzeitig betanzt. Also Düsseldorf, München, Berlin, London. Und ich sage immer, in meiner Freizeit habe ich dann die Scala gemacht und die Met und Tokio und Johannesburg und was auch immer. Im Verlauf seiner beeindruckenden Karriere begegnete er den ganz großen Ausnahmetänzern, die ihn inspirierten und einen bleibenden Eindruck hinterließen. Prägend waren für mich die ganz großen Häuser wie in American Ballet Theatre mit Baryshnikov oder beim London Festival war ich alternierende Besetzung mit Nureyev. Das waren natürlich tolle Persönlichkeiten, mit denen man dann gearbeitet hat. Oder ich habe mit Maurice Béjart gearbeitet. Es gab so viele Stationen, die mir alle... Hans van Maan hat für mich Stücke kreiert, John Butler, ein amerikanischer Choreograf. Also ich habe eigentlich alle Stilarten geliebt. Sein Repertoire umfasste alle großen klassischen Rollen in den unterschiedlichsten Versionen. So tanzte er Tschaikowskis Schwanensee in 20 verschiedenen Choreografien. In der Saison 1991-92 startete der Tänzer seine zweite Karriere als Ballettdirektor am Salzburger Landestheater. Ich habe zuerst gedacht, das ist für mich eine Sprungbrettstation. Und dann wurde es immer intensiver und ich habe so meine eigene Truppe formen können und das ist das Schönste, was es gibt. Natürlich wünsche ich mir mehr Tänzer, ist klar. Ich habe 16, ich wünsche mir 30, wenn es geht. Aber man kann halt mit weniger noch intensiver arbeiten wie mit sehr vielen, ja, weil es nicht so zerfällt. Peter Breuer tanzte sich im Laufe seiner Weltkarriere in die Herzen des Publikums und die der internationalen Fachpresse. Durch seine vielschichtigen Repertoirekenntnisse und der Zusammenarbeit mit bedeutenden Persönlichkeiten der Ballettszene konnte er seine eigene choreografische Sprache entwickeln. Als Choreograf ist er heute, wie schon damals als Solist, von internationalen Häusern und Kompanien gefragt. Zur Freude seines Publikums hat er verlautbaren lassen, dass er noch weitermachen möchte, solange es geht.